Willkommen zurück zu einer neuen Folge GTA. Wir machen die nächste Mission hier zusammen mit Michael. Da drüben steht schon meine Crew. What's going on? You're gonna dress up as traffic cops. You're gonna rob two trust fund kids that I know and dislike intensely. Why? We can get a good price for the vehicles in Asia. Look, complete the work, you'll all be well paid. You're late, sugar tits. Yep. So what's going on? Oh, you finally get to realize your childhood dream and dress up as a cop. Mr. Weston's research team suggests the two boys like to ride on the Sonora Freeway. Sounds manageable. Hey, you two get going. Ooh, let's go, T. Dog, I don't know if this shit is for me, homie. My life's already way the fuck out of control. All right, look. I'm a Darwinist brother, all right? Some prosper and some struggle. Now, are you out of your goddamn mind? This is your lucky break. Choose. Now, are you gonna do this, or have you simply found your level in life? I guess we'll find out. Yeah, I guess we will, homie. Immer den Roten nehmen. Immer den Roten. Okay, wir brauchen erstmal gute Musik. Alles klar, wir sollen hier drüben hin. Gibt es irgendeine Abkürzung? Oder muss ich wirklich hier den offiziellen Weg nehmen? Und ich denke mal, die Karren hier sollen in einem guten Zustand sein. Alles klar, ziehen wir es durch. Hier drüben könnte man wieder so einen Monstersprung machen. Haben wir hier sogar eine Rampe? Ja, hier drüben hätten wir sogar eine Rampe. Irgendwann muss ich hier nochmal hin. Wow, 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 Bruder, ja? Neuer Lack. Okay, wir müssen... Moment, nein, nicht die hier, sondern die andere hier oben. Nein, doch die hier unten. Nein, die hier oben. Immer sehr verwirrend bei den ganzen Spuren hier. Yeah, boy! Favor Flav. Okay, dann rauschen wir mal los. Und hier müssen wir nach oben. Also der Weg hier ist richtig weit. Das alles wegen einer Tankstelle. Okay, neues Lied. Mal sehen, wir schauen rein, was haben wir hier so? Work. Nein. Nehmen wir Work. Work ist gut. Ich bin ja mal gespannt auf die nächste Mission. Oh, Michael. Hey, Frank. Hey, I'm nearly with these dudes, man. You guys comfortable on your end? Yeah, I guess. We look pretty ridiculous. All right, man. Look, I'll see you soon. Yeah. We'll pick you up coming through Grapeseed. Get the drivers there and get them going at speed. Ja, die nächste Mission mit Michael. Da bin ich mal gespannt, denn dann gehen wir zu diesem Solomon Richards. Der Mann, der die ganzen Winewood-Filme gemacht hat. Denn Michael ist ja Riesenfan von alten Filmen. Er liebt das Klischee. Und da bin ich mal gespannt. Ich denke, die Mission wird ganz interessant, denn endlich mal wieder was ganz Neues. Okay, wir kommen der Tanke immer näher. Da drüben wäre sogar Ammunition. Ach, sag bloß. Ich muss da oben hin. Achtung! Sehr teurer Wagen. Sehr teurer Wagen.
Wow, 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 ganz ruhig, ganz ruhig. Ich will ja keinen Kratzer reinkriegen. Oh, die Seite sieht ja böse aus. About we see which one of you two is for real. So get in your cars and let's see if they move as fast as your mouth. Ooh, the fool wants to race us. We were just getting out of here anyway. All right. Okay, ein Rennen. Das wird brutal. Ich habe meine Fähigkeit. Aber die Jungs sind ziemlich schnell unterwegs. Und alle wissen, ich kann nicht so gut die schnellen Fahrzeuge lenken. Boah, sind die gut. Holy shit. Ich denke mal, wir müssen sie früher oder später wegrammen. Ja, ja, ich weiß, die geheime Fähigkeit. Hier setzen wir sie ein. Und düsen ganz schnell hier durch die Mitte und weiter geht's. Alles klar, den ersten hätten wir beinahe. Okay, hier rum, weiter nach vorne. Boah, Mist. Und genau hier reingedonnert. Damit haben sie eben gerade wieder schön Raum gewonnen. Wow, 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 wow. Control. Oh, wow. Das war ziemlich gut. An dem einen bin ich beinahe wieder dran. Ich muss so ein bisschen meine Energie einteilen. Nur dann nutzen, wenn ich sie wirklich brauche. So, mal sehen. Wenn ich jetzt gut bin, dann kriegen wir den einen hier vorne. Aber irgendwie komme ich gar nicht ran. Können wir denn gewinnen? Ist die große Frage. Können wir denn gewinnen? Ey Leute, die Steuerung ist wirklich brutal. Yes! Zweiter Platz hier. Und werden wir Erster? Sieht ziemlich gut aus. Komm schon, ich brauche hier einen Tackle. Hey, der zieht an mir vorbei, der Schweinehund. Glaub's nicht. Coming up now, man. Be there in a few seconds. Got it. Whatever. Here they come. Well, I'll tell you about that later. Oh, wie geil. Jetzt sind wir hier als die Bullen unterwegs. Trevor und Michael. We gotta catch up to them if we want them to stop. This one's on the wrong side of the road. I'll stay on him. Now come if you can handle it. Alles klar, wir nehmen den anderen. Wir sind halt natürlich deutlich langsamer. Und ich habe hier keine Fähigkeit. Schnell ausweichen mit Michael. Ja, näher ran, du bist gut. Bin genauso weit wie du. Our patience will be rewarded. Stay with them. Da vorne sehe ich einen. Oh, Trevor. When I catch these assholes. Hier immer schön an der Seite bleiben. Yeah, we gotta stick with them. They gotta stop sometime. Ja, irgendwann mal müssen sie anhalten. Nur wann ist die große Frage. Ich denke mal, wir kommen näher. Los, T, schnapp sie dir. I'm on them.
Move aside, bikers! We're on police business! Stop your car now, hot shot! Das wird ein langer Ritt. Und ein noch längerer Ritt zurück nach Hause. They're slowing down. This looks like our shot. It's about time. Pull over to the side of the road. Aber wir sollen die Leute hier noch einmal sagen, dass ich nicht richtig fahren kann. Denn ich muss sagen, die Mission hier, die habe ich doch ziemlich gut hinbekommen. Und ich gebe hier gerade Vollgas, also schneller geht nicht. We got him. Sweet. Whoa, hey, stay in the car there, homeboy. I'll deal with you later. Yeah, fuck you too. You know how fast you were going? Gee, I don't know, officer. I try to keep it under the limit. Well, you and your boys look like you were drag racing from where we are sitting there, so why don't you get yourself out of the car? Come on. Officer. Officer. Is this officer. Entirely necessary? Yes, it is. Get on. Come on. Hands on the car. Let's go. Come on. Get out of the fucking car. Hey! Hey, hey, hey! What are you doing? Fucking car. All right, we gotta make sure. Get out of the fucking car, you pint-sized prick! You, you little shit! Get the fuck out of here! God! Alter, so geil. Einfach hier die Karren abgerippt. Yo, Jungs, wir sehen uns. Jetzt machen wir ein Rennen. Hello? Hey, you that lady? The intense dude's assistant, right? Assistant? This is Molly Schultz, Senior Vice President and General Counsel for Devin Weston Holdings. I need to tell Devin we got them cars. Mr. Weston will not discuss matters like this with you on the phone. I'll be your port of call for business concerns. Well, shit, me and your boss ain't gonna have any personal concerns. Bring the cars to Hayes Auto on Little Bighorn in South Los Santos. Mr. Weston and I will meet you there. Your rich friend ain't gonna like it if they're scratched. So Devin's lawyer says we gotta take them to Hayes Autos in South L.S. I'm gonna be there well ahead of you, asshole. Man, I'm sick of driving so slow staying with these fools. Can we have a real race? Well, I ain't waiting around, man. Let's go, but don't mess up the cars, you hear me? Okay, die Dinger sollen ganz bleiben und wir machen hier wieder ein Rennen, oder wie? Nee, kein Rennen. Hey, Jungs, da vorne, wirklich. Die Dinger sind ein Vermögen wert. Ja, Frankie hat viel erreicht. Die neue Bude. So eine Karre hier fahren. Damals nur mit Lamar abgehangen. Der hätte jetzt diese ganzen Sachen hier nicht. Boah, Mann, Trevor! Und komm schon. Erster. Holy shit, holy shit. Komm schon, Baby. Und hier schön ab durch die Mitte ziehen. Komm schon, das Rennen hier gewinnen wir. Ich wette, da gibt es irgendeinen Bonus für. Best for Frank. You know, help him make the best.
less of the chances he's given. Hey, if it's about the girl, I saw her first. Don't get too creepy, all right? She's a professional woman who's doing her job. And leave it at that. No sexual harassment in the workplace, T. Not on my watch. I'm serious. Both of you, back off her. Okay, jetzt gewinnen wir. Die beiden haben keine Chance. Hey, your car is still alright, right? Good to see you taking this seriously, Frank. Good management. If I'm finna do this, I'm finna do it right. So, how your car, Mike? My car is fine. Na, das will ich sehen. No! Ich wollte hier drüben hoch. Jetzt habe ich hier den langen Weg. Und irgendeiner will mich hier überholen. Aber, oh, Michael! Michael, du Gangster! Nein, 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 die Runde gewinnen wir. Ich war immer wieder falsch wegen diesen ganzen... Ah, verflucht! Egal, geht immer noch, geht immer noch. Noch bin ich im Rennen drin. Ich hasse diese ganzen Straßen hier. Da blicke ich nie durch. Was, wie, wo, was? Hier oben hin? Ey, Jungs, nein, kommt schon. Wirklich? Letzter? Ach komm, wirklich, Trevor gewinnt? Nicht Trevor, nicht Trevor, der fährt wie eine Niete. Yes, ich bin wieder vorne. Idiotenglück. Okay, jetzt ziehen wir hier durch. Das Rennen hätten wir gewonnen. Ein bisschen demoliert. Gehört dazu. Alles klar, wir haben gewonnen. Definitiv haben wir hier gewonnen. Gentlemen, I love you all. Oh God, this is gonna be fantastic. One kid and two old creeps. Who the fuck would have thought it? Gentlemen, move the vehicles. Hey, gimme five, five, and five. Oh, hey, chest kiss, homie. Boom. Dog, come on, man. You got the fucking paper? Abso-fucking-lutely. Look, you finish the job, you get the paper. But the order was for five cars. If I'm not mistaken, that's only two. Just give me the fucking money now! Oh, I'm so scared. I really, really am. But you know what? I'm a payment on completion of work type of guy. You don't like the job? Take a fucking walk. Like, come on, man. Hold on. So what's next, man? Well, it's the Z-type. Chad Mulligan. Lay it on him, kid. Mulligan's a record producer. He's going through a messy divorce. He's hiding his valuable assets, including the car, so that makes it complicated. He'll clock any ground surveillance we run. All we've got to go on is that the car's in a lockup in Howick. So we just go house to house? Not quite. We have access to an LSPD helicopter. The computer on board can ID pedestrians from a chip in their driver's license. Find Mulligan in Howick, follow him to the lockup, someone on the ground collects the car. All right, so who does what? You're not needed for this job. Phillips, you're in the chopper. Clinton, you're on the ground. Yeah, I don't understand the deal between you two. Yeah, well, I don't understand the deal between you two either. But you know what? Life is just one long mystery. Bye-bye, gentlemen, and stay spiritual. Oh, and Michael, I'll be in touch about your friend, Solomon. All right, good.
Okay, die Mission hätten wir bestanden. Wir bekommen Silber und wir sehen uns in der nächsten Folge. Wie immer, danke fürs Zusehen und tschüss!